dachte, ich kann allen beweisen, dass Mike Lotzkowski etwas Besonderes ist. Du musst ganz tief in dich reinfühlen und dann den Schrecken rauslassen. Gruselig. Aus mir wird jetzt ein Schrecker. Was war denn der ursprüngliche Grund, dass ausgerechnet Ilja Richter diese Rolle gesprochen hat? Weil eine optische Ähnlichkeit ist ja nur schwerlich festzustellen. Vielen Dank. Da gibt es die hübsche Geschichte, dass als der erste Film auf den Markt kam, da war Kolja, mein Sohn, der ist jetzt 11, so 4, 5, und die Mutter erzählte, dass sie in einem Kaufhaus, in der Elektronikabteilung waren und da standen vor dem Fernsehapparat Interessenten, wahrscheinlich wegen des Fernsehapparats, und auf einmal tauchte da die kleine Kugel auf mit dem einen Auge und unser Söhnchen soll und hat das Fingerchen gehoben und hat ganz laut gerufen, guck mal Mama, da ist Papa. Und daraufhin haben sich die Leute umgedreht und haben sich wahrscheinlich überlegt, irgendwo in dieser Stadt muss es einen Kretin geben, der einäugig, grün und kugelig so ein hübsches Kind mit dieser hübschen Frau produziert hat. Das nur so nebenbei. Hallo? Jungs? Man kann also auch nur mit seiner Stimme zum Pixar-Monster werden. Übergebt ihr feierlich eure Seelen der Omega-Kreischma-Bruderschaft. Au! Schwört ihr, alles geheim zu halten, was ihr in diesen Hallen seht? Und mag es noch so grauenvoll sein. Seid ihr gewillt, den heiligen Eiter? Oh, meine Güte. Knubbelchen, schalt doch das Licht an, wenn du hier unten bist. Ihr verderbt euch doch die Augen. Mom, wir sind mitten in einem Aufnahmeritus. Squibbles ist ein kleines, dickes, Monster. Mit sehr wenig Fähigkeiten. Er hat eine große Stärke, und zwar, er schafft es, die Leute zu erschrecken. Aber er weiß gar nicht, warum, weil er immer irgendwo plötzlich auftaucht. Das ist seine einzige Größe. Und das war's auch schon. Ist halt ein Versager, der in der Versager-Verbindung wohnt bei seiner Mutter. Gruselig. Tja, macht weiter. Tut so, als wäre ich gar nicht da. Das ist das Haus von meiner Mutter. Hey, ich bin Arzt. Ich studiere New Age-Philosophie. Ich freue mich darauf, mit euch zu leben und zu lachen und mit euch zu weinen. Ich bin Art! Ich studiere New Age-Philosophie. Elias Mbarek und sein persönliches Monster. Also irgendwie ist da ein Fehler unterlaufen. Ich glaube, ich sollte ihn eigentlich gar nicht sprechen. Ich war eine Notlösung für irgendwas. Die haben, glaube ich, niemanden gefunden oder ich weiß es nicht. Aber eigentlich hätte es jemand anders machen sollen. Jemand, der das kann. Schreckerfüße, 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 Kind geht ins Bad. Der Traumberuf der Monster ist ja, Erschrecker zu sein. Wenn es jetzt nicht zum Schauspieler gelangt hätte, wäre das auch was für dich gewesen? Erschrecker? Nee, es ist leider kein anerkannter Beruf in Deutschland und insofern ist es schlecht. Also man hat ja weder ein Zeugnis noch ein Einkommen, insofern Erschrecker wäre nichts für mich. Meine Aufgabe ist es, gute Studenten noch besser zu machen und nicht mittelmäßige. Weniger mittelmäßig. Deshalb wird sie am Ende des Semesters eine Abschlussprüfung erwarten. Wenn sie nicht bestehen, ist es aus mit dem Schreckologiestudium. Ein Lehrer, vor dem man wirklich Angst hatte, gab es das in deinem Leben auch? Ja. Und die Mitschüler, die das jetzt gerade sehen, die bei mir mit in der Klasse oder in der Stufe waren, die wissen auch genau, wen ich meine. Nur leider darf ich den Namen nicht nennen. Weil ich habe den Namen auch vergessen. Besser so. Ja. Nee, ich hatte tatsächlich so eine Lehrerin. Im Französischunterricht übrigens. Deswegen ist mein Französisch auch grottenschlecht. Frau König. Frau König, die Deutschlehrerin. Deutsch ist eigentlich mein Lieblingsfach gewesen. Oder war es auch nach wie vor. Aber Frau König war sehr, sehr ungerecht. Und Frau König war echt, werdet ihr gepiept? Darf ich hier Schimpfwörter sagen? Bitte. Eigentlich? Frei. Also Frau König war echt eine richtig, also wenn die das sieht, Frau König, du Alte, du, jetzt darf ich eigentlich, ne? Nee, die mochte ich nicht. Also ich habe ja eigentlich nie was getan, aber irgendwie mochte sie mich nicht und das hat sie echt immer an mir ausgelassen. Die alte Schlampe.